Seit langem habt ihr euch ein Video gewünscht, welches Setup ich benutze bzw. mit was ich so täglich arbeite. Und ich würde sagen, heute ist es Zeit, dir zu zeigen, wie mein neues Setup aussieht. Denn ich bin von dem iMac, der hinter mir steht, zu einem Mac Mini gewechselt. Warum und welches Setup ich jetzt habe, was komplett anders ist, das siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe es getan, ich bin von meinem iMac aus dem Jahre 2017 auf den Mac Mini, die M1-Version, umgestiegen. Ich habe da jetzt eine ganze Menge Erfahrungen mitgemacht in den letzten Tagen und die will ich dir jetzt auf jeden Fall mitgeben. Fangen wir an, warum ich den iMac verkauft habe und auf den Mac Mini umgestiegen bin. Der iMac hat mir 4 Jahre treue Dienste geleistet. Ich habe ihn mir in der Basisversion gekauft, das heißt mit 8 GB RAM und einem i5 3,4 GHz Prozessor. Ohne jetzt auf ganz viele Specs einzugehen, es ist die Basiskonfiguration, die für das meiste reicht. Jetzt bin ich jemand, der sehr viele grafiklastige Anwendungen benutzen muss und demzufolge brauche ich auch einen Rechner, der dementsprechend auch gut aufgestellt ist. Der iMac hat bislang seine Arbeit ganz gut gemacht, aber ich muss sagen, seit dem Update auf Big Sur oder Big Sur, wie auch immer das heißt, habe ich gravierende Einbrüche in der Performance gemerkt. Also einen Tag nach dem Update ging noch alles super, mein Rechner war sogar ein bisschen schneller als sonst und nach 2-3 Tagen fing es an, Probleme zu bereiten. Ich weiß nicht, ob das neue Betriebssystem wirklich besser für die neueren Chips geeignet ist und die Intel-Varianten, die in der Basisserie sind, dann größere Probleme haben. Bei mir hat es jedenfalls nicht mehr funktioniert und es ging so weit, dass ich meine Adobe-Programme, die ich am meisten benutze, immer schlechter öffnen konnte. Das heißt, mein Workflow darin war so langsam, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange es brauchte, bis ich ein Foto zuschneiden konnte und exportieren konnte. Und das hat mir einfach gereicht und ich kann es mir nicht erlauben, dann mit einem Rechner zu arbeiten, der so dermaßen langsam ist. Deshalb habe ich mir gesagt, ich brauche etwas Neues, was schneller ist. Ein Upgrade für den iMac kam nicht in Frage, weil mehr Arbeitsspeicher nicht unbedingt einen schnelleren Rechner bedeutet, nur dass der Puffer sozusagen größer ist, wenn ich Programme öffne. Also habe ich mir überlegt, was könnte ich mir holen? Ich hatte überlegt, mir einen MacBook Pro zu kaufen bzw. einen MacBook Air. Die sind inzwischen recht günstig und es hätte auch fürs erste gereicht. Das Problem ist aber bei mir, dass ich mit Foto und Videobearbeitung einen großen Bildschirm brauche und dann hätte ich mir noch einen größeren Bildschirm kaufen müssen. Extra dazu, das wollte ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich kaufe mir dann wenn den Mac Mini und habe dann zwar einen extra Monitor, aber ich kann den Monitor auch für was anderes benutzen und bin jetzt nicht unbedingt gezwungen, ihn nur dafür zu verwenden. MacBook Air auch deshalb nicht, weil ich gern zu Hause an einem Desktop-Rechner arbeite und ich ein MacBook Pro in der Intel-Variante schon habe. Also war für mich die Frage geklärt, ob was Mobiles oder was Festes. Und den iMac 2020, gleich um die Frage vorwegzugreifen, den habe ich mir auch nicht angeschaut, weil es ein Intel-Rechner ist und ich dann schon gern, wenn der neue iMac kommt, dann vielleicht auf die M1 oder M1X-Variante, was auch immer, wechseln möchte. Deshalb der Mac Mini. Und der iMac, so schön wie er ist und so designtechnisch er auch toll sein mag, wird sich jetzt für ihn verabschieden. Der wird dann die Tage abgeholt und ich bin jetzt mit meinem Mac Mini recht gut unterwegs. Und ich habe vor 2 Jahren angefangen, meinen Workflow umzustellen. Jetzt kommen wir mal zum Mac Mini. Ich habe ihn mir in der Basisvariante gekauft, ganz einfach aus dem einfachen Grund, ich speichere nichts mehr auf meinem Rechner, außer die Programme. Ich habe 2-3 Sachen, die ich auf dem Rechner noch liegen habe, aber alles andere, was meine Workflow-Dateien angeht, die sind alle extern gesichert. Aus dem einfachen Grund, wenn mir der Rechner mal abschmiert oder irgendwas kaputt ist, habe ich es auf der Festplatte noch und kann dementsprechend mit jedem anderen Gerät darauf zugreifen und damit arbeiten. Der Mac Mini ist hier in der Basiskonfiguration, das heißt 256 GB Speicher, 8 GB RAM und ich habe weniger Anschlüsse. Klar, das ist das, was mir wirklich wehtut. Das ist auch das Einzige, was ich vermisse neben dem guten Display, sind die Anschlüsse. Ich habe jetzt die Hälfte der Anschlüsse nur noch zur Verfügung, aber ich arbeite zum Beispiel mit einem USB-Dongle über USB-C. Da habe ich auch nochmal extra einen Netzwerkanschluss.
Also ich kann damit eine ganze Menge machen. Ich habe sogar den Vorteil, dass mein SD-Karteneinschub jetzt hier vorne ist. Beim iMac musste ich immer hinten rumlangen. Jetzt habe ich hier vorne, das finde ich sogar besser im Workflow. Was dann der neue iMac hat, der rauskommen soll, das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn der irgendwie noch SD-kartenmäßig was an der Seite hat, das wäre ganz nett. Der Mac Mini hat natürlich, wie ich es gerade eben gesagt habe, viel weniger Anschlüsse. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, was schließe ich an und was benutze ich. Ich finde es ein bisschen nervig, dass ich keinen SD-Karteneinschub extra habe. Aber über einen USB-Hub, wie ich es gerade gesagt habe, kann ich recht gut arbeiten und bislang komme ich ganz gut klar. Ich habe angeschlossen eine externe Festplatte mit 4 TB Speicher. Das ist mein Festspeicher. Wenn die voll ist, geht die in den Schrank und dann kommt die nächste. Und für meinen täglichen Workflow habe ich einen SSD und die hat 500 GB. Und da werde ich mir vielleicht in Zukunft mal noch eine zweite holen mit 1 TB ungefähr, damit ich ein bisschen mehr Speicher habe. Aber zum täglichen Arbeiten ist das, was ich benutze, eine SSD-Festplatte für das schnelle Bildbearbeiten und Foto- und Videobearbeiten und eine normale Festplatte, die wesentlich langsamer ist für die Projekte, die ich dann ablege, wo ich sage, die bleiben dort gespeichert und mit denen arbeite ich jetzt nicht mehr. Mein Audio-Interface kann ich Gott sei Dank mit USB-C oder USB-A betreiben. Das kann ich mir aussuchen. Jetzt hängt das noch am USB-A-Anschluss. In Zukunft wird es vielleicht doch mal den USB-C kommen, wobei es macht bei dem Gerät keinen Unterschied. Von der Qualität nimmt sich das nicht viel. Mein Bildschirm ist ein LG 32 Zoll Bildschirm 4K UHD, also er hat auch die native 4K Auflösung. Ich bin ein bisschen verwöhnt von dem iMac mit seinen 5K und ich sehe hier schon ein paar Unterschiede. Also mir gefallen zum Beispiel ein paar Sachen mit den Farben nicht so richtig, auch wenn es kalibriert wurde von mir. Gefallen mir auch die Kontrastwerte nicht so ganz und auch wenn du den Bildschirm gut einstellen und konfigurieren kannst, ist es was anderes, wenn du von einem iMac, der diesen High-Glossy-Bildschirm hat, hin zu einem sehr flachen und matten Bildschirm kommst. Das braucht eine Umgewöhnungszeit und ich habe mich echt die ersten Tage damit schwer getan, damit zu arbeiten. Inzwischen habe ich mich recht gut damit angefreundet und der Bildschirm hat auf jeden Fall all das, was ich brauche. 32 Zoll ganz einfach aus dem Grund, ich wollte gerne mehr Platz zum Arbeiten haben und da passt dann noch ein bisschen mehr auf den Bildschirm, was Dokumente angeht oder wenn ich mit dem Splitscreen arbeite, das ist dann recht gut. Curved habe ich mir auch angeschaut, der hat mir die Auflösung noch nicht so ganz gefallen, wobei es gibt auch recht gute 4K, 5K Curved-Monitore, das ist dann vielleicht was für die Zukunft. Gerüchten zufolge soll der neue iMac in 24 bzw. 32 Zoll kommen und mein Plan ist es jetzt mit diesem Setup erstmal durch das Jahr zu gehen und sollte ein neuer iMac kommen und er passt von den Konfigurationen her auch gut zu mir, dann werde ich mir überlegen, ob ich ihn mir hole. Wenn das alles passt, werde ich bestimmt auch zuschlagen und werde dann den Mac Mini verkaufen. Aber an und für sich ist das ein richtig tolles Gerät. Der Mac Mini war bei mir auch nie auf dem Schirm. Also ich muss sagen, die Intel-Varianten waren für mich immer Spielerei. Und dann in den guten Konfigurationen auch dann wieder so teuer, dass ich mir gesagt habe, okay, da kaufe ich mir den iMac, da habe ich wenigstens den guten Bildschirm dabei. Aber dieser hier ist, das ist einfach Next Generation. Also das ist so schnell. Du hast in den Geschwindigkeiten, was das Rendern von Videos und Bildern angeht, so viel Power jetzt. Und da habe ich hier die Basisvariante. Ich habe jetzt keine Render-Tests gemacht mit verschiedenen Konfigurationen, mit verschiedenen Projekten. Aber eins kann ich dir sagen, die Adobe-Programme sind im Gefühl ein bis zweimal schneller. Das Video-Rendern, das geht bestimmt 3-4 Mal schneller und die nativ unterstützten Apps wie zum Beispiel Final Cut auf dem Mac, die sind einfach da. Also du gehst drauf und es ist sofort da. Es ist wie auf einem Tablet, du klickst drauf oder auf dem Telefon und das Programm ist sofort offen. Das finde ich richtig geil. Also da macht das Arbeiten wieder richtig Spaß und da habe ich auch Bock, mit diesem Betriebssystem zu arbeiten. Vorher hat es mich ein bisschen angenervt, weil alles sehr träge und langsam war und hier ist aber alles sauschnell. Also hier gibt es eigentlich keinen Grund mehr für mich zu sagen, das dauert zu lange und es macht richtig Spaß, neue Projekte damit anzugehen. Bevor du auf einen Mac Mini umsteigst, solltest du wissen, dass du Tastatur und Maus nicht dabei hast. Das heißt, das musst du dir alles extra kaufen. Ich hatte das schon dabei und da habe ich auch überlegt, hier jetzt bei dem Umstellen des neuen Setups mir die größere Tastatur zu kaufen. Ich habe es erstmal gelassen. Ich werde erstmal weiter mit dieser kleinen arbeiten, weil ich ein Fan von Minimalismus bin und so wenig wie möglich auf dem Schreibtisch haben mag. Und natürlich habe ich die Magic Mouse 2, die auch sehr intuitiv und sehr gut ist. Da habe ich überlegt, jetzt auf ein Trackpad umzusteigen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Erfahrung mit einem Trackpad hat. Wenn ja, schreibt es bitte mal in die Kommentare unter dieses Video. Ich halte es für Photoshop nicht gut, mit einem Trackpad zu arbeiten, aber in Lightroom und allen anderen Normal-Grafik-Anwendungen, sage ich mal, da finde ich so eine Maus ganz gut. Dann vielleicht eher so ein Grafik-Tablet, da habe ich auch noch eins da. Das finde ich dann schon eher sinnvoller, gerade für Photoshop oder für intensive Grafik-Anwendungen, weil da kannst du nochmal intuitiver reingehen als mit der Maus, gerade mit so einem Eingabestift. Aber so grundsätzlich bin ich recht zufrieden. Ansonsten habe ich neben meinem Audio-Interface auch noch das Rode Broadcaster-Mikrofon. Und an Kopfhörern habe ich hier die Sennheiser HD 300 Pro. Das sind Studio-Kopfhörer.
Das sind keine HiFi-Kopfhörer, also für das reine Musikhören eher weniger geeignet. Die sind eher dafür gedacht, dass du Sounds, Musik und Töne besser abmischen kannst, dass du Fehler besser raushören kannst. Dann habe ich das Ganze über XLR angeschlossen und über den Kopfhörerausgang. Ja, das ist mein Studio-Setup. Genau, hier im Hintergrund gibt es noch den leuchtenden Kaktus. Den kennt ihr inzwischen. Und ich habe für meine Maus noch eine Unterlage erst vor ein paar Wochen dazugekauft. Und zwar ist das von Satechi eine Voll-Aluminium-Platte. Die passt vom Design ganz gut hier zur Maus und zur Tastatur, ist aber mega unpraktisch, was das Arbeiten angeht. Denn ich mache euch das mal vor. Ich hoffe, du kannst es hören. Also dieses Geräusch nervt. Das nervt total. Das ist so ein lautes Kratzen mit der Maus. Also da habe ich mich ein bisschen verkauft. Die war recht günstig, glaube um die 15 Euro beim eBay. Es sieht recht gut aus, wie gesagt. Es fügt sich nahtlos in dieses ganze Apple-Design mit diesem hellen Silber gut ein, aber es ist unpraktisch in der Handhabung und da muss ich mir für die Zukunft mal was überlegen. Entweder dann ein anderes Mauspad aus Filz oder irgendetwas, das leiser ist. Bislang geht das, aber da brauche ich in der Zukunft auf jeden Fall noch eine andere Lösung. Wenn du da eine Idee hast, was ich machen könnte und nehmen könnte, schreib mir das bitte mal auch in die Kommentare unter dieses Video. Und ja, das war's. Meine kurze kleine Studio-Tour hier zu meinem Bildschirm, zu meinem Mac Mini. Ich hoffe, ich konnte alles soweit ein bisschen erklären. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, wie jetzt gerade hier mein Setup aussieht und wie ich es benutze. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir unbedingt unter dieses Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen jetzt im Video schon ein bisschen klären und rüberbringen. Ansonsten schreibt mir einfach und ich gehe dann darauf ein. Alle Specs könnt ihr natürlich bei den Herstellerseiten nochmal nachlesen und ich verlinke alle Produkte, die ich benutze, unter diesem Video. Ich hoffe, du konntest im Video ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich rausziehen können. Wenn ja, freue ich mich. Lass mir ein Abo hier oder like dieses Video. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!